Budo umfasst eine breite Palette von japanischen Kampfkünsten und Sportarten. Alle haben eines gemein, die Suche nach der Perfektion. Menschen, die den Budo-Weg gegangen sind, haben gelernt, wie man Meisterschaft erreicht. Auf diesem Weg haben sie sich Charaktereigenschaften wie strategisches Handeln, stetes Lernen, Leistungsbereitschaft, eine starke Ethik und die Fähigkeit, Gegensätze in Harmonie zu bringen, erarbeitet. Trotz all dieser Budo-Qualitäten sind die Berufsaussichten für einen aktiven Budoka schlecht. Ich habe mit 15 Jahren mit Judo begonnen, habe das bis 20 in etwa fünfmal die Woche betrieben, ab 20 semi-professionell, das heißt zweimal am Tag, parallel zu meinem Studium und meiner Berufslaufbahn. Habe in internationalen Turnieren teilgenommen und auch die ein oder andere Medaille gemacht. Ich habe mit 6 Jahren mit dem Judosport begonnen, habe dann ab dem Jugendalter täglich trainiert und nach dem Abitur oder der Matura im Rahmen der Heeressport- und Nahkampfschule als Judo-Profi begonnen, in den Profisport-Zirkus einzusteigen. Ich hatte 2 schwere Verletzungen, die es mir leicht gemacht haben, meine Leidenschaft Budo zu beenden. Für mich war Budo und Geschäftswelt immer ein Gegensatz. Mein Hirn sagte mir, Achtung, konzentriere dich auf dein Managementstudium, auf deine Berufslaufbahn, lass das mit dem Judo. Und meine Leidenschaft hing am Judosport und am Sumo. Und von daher kam diese Verletzung eigentlich ganz gelegen, um diesen internen Konflikt aufzulösen. Nach einem abgeschlossenen Olympiazyklus stellst du dir die Frage, mache ich weiter? Hänge ich noch einmal 4 Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen an? Dann machst du dort eine Medaille. Das ist ja auch dein Trainingsziel und dein sportlicher Ehrgeiz. Und dann hast du mit 27 als Olympiamedaillengewinner dann noch einmal 4 Jahre, wo du Sponsoren und Öffentlichkeitsarbeit hast. Und dann bist du rein rechnerisch auf einem Alter von 31. Und mit 31 beruflich neu anzufangen, das war mir einfach zu riskant. Ich arbeite als Interimsgeschäftsführer im Finanzbereich für mittelständische Unternehmen. Ich bin Eigentümer eines Unternehmens, das sich mit Patientenkommunikation beschäftigt. Das sind audiovisuelle Unterstützungstools für Ärztinnen und Ärzte. Und wir haben aktuell in Österreich etwa 1000 Kunden und Kundinnen. Heute ganz anders als damals. Damals war es ein Glauben, mich entscheiden zu müssen zwischen meiner Leidenschaft für Judo und meine Überzeugung, mich auf meinen Berufsweg zu konzentrieren. Heute weiß ich ganz und gar nicht, das ist ein Miteinander. Man lernt auf dem Budo-Weg etwas, was außergewöhnlich ist im Geschäftsleben und mit großem Nutzen eingesetzt werden kann. 2 verschiedene Budo-Lebenswege und ein gemeinsamer Nenner. Das Streben nach Perfektion und fragliche Berufsaussichten nach der aktiven Laufbahn. Es gibt einen Ort, wo genau diese Fähigkeiten von jungen Menschen erworben werden können. Das Dojo. Das Dojo ist ein Ort, wo die Suche nach der charakterlichen Perfektion tagtäglich stattfindet. Genau genommen ist der Budo-Weg eine Kaderschmiede, eine Elite-Universität für zukünftige Manager. Das weiß nur niemand. Stetes Lernen, strategisches Denken, Motivation, Leistungsbereitschaft. Aber auch Durchhaltevermögen und Respekt zueinander sind Fähigkeiten, die wir im Budo gelernt und in der Berufswelt nun einsetzen. In den letzten 10 Jahren habe ich eine eigene Budo-Führungsmethode für Unternehmen entwickelt. Dazu habe ich ein Buch geschrieben und darin wird dargelegt, wie die Erfolgsprinzipien des Budos auf die Unternehmenswelt übertragen werden können. Wir wollen dieser Idee einen Rahmen geben. Daher haben wir die Community Budo to Business ins Leben gerufen. Die Budo to Business Community ist eine Community für Geschäftsleute, Manager und Selbstständige, die Leidenschaft haben für Budo. Es geht uns um die Darstellung der Berührungspunkte zwischen diesen beiden Welten, Budo und Business, und zwar im Wesentlichen in 3 Bereichen. Erstens, indem wir junge Menschen auf ihrem Budo-Weg unterstützen und begleiten und sie an Managementpositionen heranführen. Dabei auch Personalverantwortliche von Unternehmern auf diese Managementperlen hinweisen. Zweitens,
indem wir für Budo-Interessierte diese Plattform zur Verfügung stellen. Und drittens, last but not least, um die Darstellung der erfolgreichen Übertragbarkeit der Budo-Erfolgsprinzipien auf die Unternehmenswelt. Unter Anwendung dieser Budo-Erfolgsprinzipien in der Unternehmenswelt kommt es zu deutlich besseren Unternehmensergebnissen. Mehr Menschlichkeit und stärkere Ethik. Und last but not least, deutlich höhere Profitabilität. Tja, was soll ich sagen? Ich verstehe, das klingt wie einer der heute üblich gewordenen Marketing-Blablas. Komm, mach mit und überzeug dich selber.